Bevor das Durchgequatsch-Video losgeht, habe ich noch eine gute Neuigkeit für euch, Leute. Denn Stands of Doom ist wieder da! Und ihr könnt mitmachen. Viele von euch haben sich ja immer wieder unter den Videos gefragt, ja, wann kommt die nächste Challenge? Und jetzt ist es soweit. Und wie ihr wisst, hat Red Bull mit uns zusammen Stands of Doom konzipiert, damit wir der deutschen Community Challenge stellen können, damit ihr euch verbessern könnt und damit wir Statistiken bekommen. Und deswegen bin ich sehr happy, dass die Seite jetzt noch deutlich schicker aussieht und unter anderem auch eine Hall of Fame hat. Außerdem gibt es jetzt auch einen Discord-Server, wo ihr mit euren Mitstreitern diskutiert könnt, was ist die beste Taktik und, falls es gut läuft, auch einfach mal prahlen könnt. Den Kontakt zu mir könnt ihr immer unter den Hashtag StatsOfDoom mit mir suchen, denn dort werde ich diese Monatschallenge ein bisschen begleiten, selber tweeten und mir auch angucken, was ihr so geleistet habt. Tweetet mir also sehr, sehr gerne eure besten Stats. Das Grundprinzip ist allerdings natürlich gleich geblieben. Ich stelle euch eine Monatschallenge und wir gucken dann jede Woche, wer die besten drei sind, und die kriegen jede Menge Riot Points, und am Ende dieser Monatschallenge kriegen die ersten drei nochmal so viele Riot Points und obendrauf noch Red Bull Dosen. Ich stelle euch die Challenge ja dann immer bei Durchgequatscht vor, und so ist es auch diesmal wieder. Diesmal geht alles um CS pro Minute. Bedeutet also, wie viele Minions und Monster könnt ihr pro Minute besiegen. Denn Farmen ist eine der allerwichtigsten Sachen in League of Legends. Immer wieder sehe ich bei Leuten so, Alter, bitte, versucht doch mal ein bisschen mehr zu farmen. Ich habe es euch also vorgemacht und ihr könnt es seitdem auch probieren. Macht bei den Challenges mit, gewinnt geile Preise und habt dabei auch noch ein bisschen Spaß. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier in-game bei Durchgequatscht. Wir haben die Taric Master Yi Combo ausgepackt. Und wenn ich wir sage, dann sag ich und der gute Maxi, ein Kumpel, den ich beim Dudding kennengelernt habe. Schön, dass du heute am Start bist. Moin. Ja, ich brauchte natürlich auf jeden Fall einen Verbündeten für diese Combo, denn damit wurden in der EU-LCS alle Rekorde gebrochen. 300 CS nach 20 Minuten, das ist wirklich komplett insane. Und das ist aktuell möglich. Die haben das mit Kaiser Braum gemacht, man kann Uno Kato spielen, man kann in der ESL-Meisterschaft, haben wir es mit Nocturne gesehen, da bin ich nicht so der Fan von. Und wir spielen eben Master Yi, quasi die Classic-Variante. Früher hat man Kaylee Toplane gespielt. Es gibt fast alles an Optionen, aber das hier ist definitiv die wahrscheinlich am einfachsten für den Anfang ist. Ihr könnt allerdings natürlich auch andere Kombos spielen. Hiermit kann man viel Farm kriegen. Ihr könnt allerdings natürlich auch Solo Laner oder ADC spielen. Achtet allerdings auf drei Dinge. Ihr braucht eine gute Last Hit Animation, Cassio E oder sowas. Dann zweitens, ihr müsst in der Lage sein, auch noch auf eine Sideline gehen zu können, weil da ist meistens viel Farm. Das heißt, wenn du sowas wie Ash spielst und die Gegner haben Nocturne, dann bist du da leider halt immer tot. Und drittens, auch wenn mehrere Leute auf einer Lane sind, solltet ihr in der Lage sein, CS zu securen. Das ist zum Beispiel Morgana ein gutes Beispiel, wo es nie geht, weil du machst die Pfütze drauf und der ADC freut sich, oh geil, alle Last Hits für mich, buff. Und dann solltet ihr einfach gucken, dass ihr ungefähr 10 CS pro Minute kriegt. Das ist ein Wert, der ist knackig. Aber der ist eben halt auch machbar aus meiner Sicht. Und der ist hier im Jungle Taric Master Yi auf jeden Fall das Mindeste von dem, was wir erreichen wollen, würde ich sagen. Ja, generell hat Taric in dieser ganzen Sache die Aufgabe, die Lanes immer so lang zu freezen, wie es geht. Aber wir spielen diesmal gegen Lissandra, da ist das wahrscheinlich gar nicht möglich. Wie sieht's aus? Ja, also jetzt ist ein Freeze noch da, aber sie pusht. Ja, ich komme jetzt. Ich werde mir diese Wave holen. Und danach dann halt wieder in den Jungle gehen. Wir haben heute ganz viele Games damit schon gemacht und ganz merkwürdige Situationen gehabt, wo der Enemy Jungler auf einmal auch auf Level 2 Mitte war. Du sharest, oder? Ah, du willst nicht sharen. Share mal, mein Junge. Idee ist quasi, dass wenn man die Midlane rauspusht zusammen, dass dann wiederum der Jungler auch in der Lage ist, gegebenenfalls bei Buffs oder Ähnlichem zu helfen. Unter anderem auch bei der Krabbe. Auch einer der Gründe, warum quasi diese Combo so stark geworden ist. Hat er der Jungler geworden oder war das hier die Sandra? Nee, Lissandra. Okay. Ich würde nächste Wave vielleicht sofort nochmal kommen. Ja. Ich habe halt auch einen Smiter. Ich könnte noch schnell den Red machen. Jax ist an der Krabbe dran. Der hat einen Double Buff. Ah, der will meinen Red. Ich komme gleich mit Lane. Ich komme. Ja. Ah, die wissen das. Die haben halt Vision. Ja, dann ist mal besser. Kommst du da raus? Ja. Episch. Episch. Gar kein Problem. Also, Jax hat hier nichts bekommen. Und jetzt ist der auch wieder mit Lane. Das ist ganz merkwürdig hier. Normalerweise ist das halt eine Combo, die uns quasi. Ich flash das besser mal. Ich habe da gar keine Lust drauf. Ja, schöner Stun, schönes Exhaust. Ah, ich komme da leider nicht ran. Ich hätte nicht exhausten sollen. Ich war mir gar nicht so sicher. Ich war halt fast wieder in der Lage zu Q. Und ich hätte halt eben nicht Q zum eröffnen sollen. Ach, gar kein Ding. Ist passiert. Zack, einmal durch die Minions durch. Zack. Und ich habe jetzt sogar noch meinen Red. Also ich kann hier noch sehr viel machen. Ich muss jetzt gerade kurz hier wieder ein bisschen mich hoch rein. Dafür ist der W natürlich angenehm. Ich nehme mittlerweile fast immer auf Level 3. Früher habe ich das nie gemacht und immer für den Q gegangen. Aber aktuell wird halt hier wirklich am Anfang gefühlt alles contested. Und dann hat das halt einen großen Vorteil.
Alter, der ist halt echt den ganzen Tag hier. Ich gehe jetzt mal ein Red machen. Macht er mal einen ruhigen. Ja. Ihr seht, ich bin jetzt bei 28 CS, 10 mehr als der Enemy Jungler. Das hätte normalerweise noch mehr sein können. Ich habe einfach nur ein paar CS halt auch gemisst, die ich normalerweise nicht missen sollte. Der Jax. Ich habe hier immer noch Stress bei deinem Red. Ja, ist okay, ne? Ich bin. Manchmal ein bisschen Angst. Ja, das ist in Ordnung. Ich würde jetzt wieder Midlane kommen, die durchpushen und dann meine Würfe machen gehen. Hat ihr die Sandra? Krass, wenn sie ihn füßt. Ja, die glaubt, aber ich habe das Gefühl, dass sie sich irrt. Wunderbar, ich gehe zu meinen Wölfen. Danach müsste ungefähr auch wieder mein Grub-Up sein. 36 CS mittlerweile, das Ganze erhöht sich natürlich. Wir können auch hier, ne? Oh, das wäre besser gewesen, true. Kannst du die schon mal pullen? Ja, ich habe gar nicht aufgepasst. Klar, Counter-Jungle, das A und O. Sola hatte da im letzten Cast, den ich mit denen hatte, eine schöne Analogie zu. Oder, naja, ich habe die Analogie gemacht, aber er hat mich auf die Idee gebracht. Das sind die, die 6-Punkte-Spiele in Fußball. Ja, es sind 6 Punkte, quasi dann 8 Punkte Creeps. Weil die sind ja tatsächlich die, die der Gegner dann auch nicht mehr haben kann. Dadurch kann man den CS-Unterschied erhöhen. Ich hatte auch überlegt, ob ich die ganze Challenge quasi so aufziehe, dass es um CS-Abstand zum Gegner geht. Aber es sorgt einfach dafür, dass wenn die Gegner quasi einen Midliner haben, der aber dann für die Support-Position swappt und dann gar nicht farmt, ja, dann hat derjenige die Challenge quasi gewonnen, ohne besonders was Gutes gemacht zu haben. Das ist ein bisschen ärgerlich, würde ich sagen. Da kann man nicht so viel machen. Ja, die Leona ist ein bisschen traurig. Oh ja. Oh ja. Habe ich die Wetter-Mann-Analogie schon gebracht? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Alles gut. Ich bin da. Die hat jetzt auch kein Escape. Na? Alter, der Minion-Block. Der ist halt disgusting. Mein Gott. Das ist halt. Aber manchmal ist es echt zum Heulen. So, Caster-Minions kann ich mittlerweile one-shotten. Das ist klasse. Komm, ich nehme den mal, oder? Wunderbar. Klasse. Ich kenne die Base. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich muss noch die Raptoren machen. Aber ist ja kein Problem. Wahrscheinlich mache ich dann auch noch die Golems, weil ich dann danach nur noch Botside-Jungle up habe und das ein bisschen angenehmer ist. Prinzipiell wollt ihr immer so eine Art Rubberbanding machen, nennt man das. Also, dass ihr quasi immer die Jungle-Camps so macht, wie sie auch wieder spawnen. Also erst Golems, dann Raptoren, dann Wölfe, dann Grump. Dadurch habt ihr quasi immer diesen Idealweg. Das schaffe ich gerade aktuell nicht so. Und weiter nachher mir ganz oft passiert, ich recalle zu selten mit Master Yi. Hab dann irgendwie 6000 Gold im Inventar, denke ich bin ultra gefeedet. Und stell dann fest, bin ich doch nicht. Leona, please go bot. We can win this easily. Ist natürlich ärgerlich, wenn man hier so einen Täter dabei hat. Das bringt halt niemanden irgendwas. Push doch nicht die Midlane. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, schön. Gute Trap. Sieht gut aus. Oh, ich fahr hier unten wohl alleine. Oh ja, wir waren gerade. Ich bin halt 1 XP von Level 6 entfernt. Ich glaube, ich gehe ja trotzdem raus. Nicht so. Wobei, komm, da gehe ich nochmal rein. Mutig. Aber erfolgreich. Yes, Alter. Nice. Alter Schwede, ey. Das war echt eine ganz, ganz knappe Kiste. Problem ist natürlich, wenn die Lissandra jetzt nochmal Bock hat, dann könnte die mich in der Theorie killen. Aber ich kann das ja dodgen mit dem Q. Alles gut. Danke, dass du das tankst übrigens. Ich glaube, ich würde hier viel, viel Damage kriegen. Dafür sind die Tavics doch da. Ah, wunderbar. Ach, was für ein schöner Start. Das freut mich sehr. So. Habe ich jetzt 2 oder 3 Supporter hier? Ich weiß noch gar nicht. Das war klasse. Da natürlich sehr, sehr greedy von mir reinzugehen, aber ich weiß halt eben, dass mir so wenig zum Level 6 fehlt. Und wenn ich den ersten Kick kriege und dann Level 6 bekomme, dann kriege ich mit dem zweiten so viel Cooldown Reduction wieder auf mein Q, dass ich in der Lage bin, das zu überleben. Und das war quasi die Idee dahinter, die hier glücklicherweise auch aufgegangen ist. CS-mäßig ist das Ganze natürlich jetzt, haben wir ein bisschen was abgehabt die ganze Zeit im Jungle, was ein Nachteil ist, weil ne, wir wollen halt normalerweise möglichst alles die ganze Zeit downfarmen, aber das ist natürlich schwer. Ich hätte auch die Midlane-Wave annehmen sollen gerade. Bisschen gepennt. Nee, wir sind in der Aufnahme. Und da ziehen wir jetzt einfach weiter durch. Wunderbar. Oh, das war sehr unfreundlich von mir, das hätte ich netter sagen können. Ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, ne? Das ist quasi der RTS, wo wir sonst auch chillen, wenn wir einfach so da sind. Das heißt, hier kommen natürlich Leute rein, weil sie sich fragen, ja, was macht ihr? Hast du Ultimate? Hast du Ult? Ja. Ah, okay. Ja, aber ich würde nicht für einen Dive gehen wollen, ich habe noch nicht geschafft. Nee, sie hat auch Ulti. Ja, das ist ja weniger das Problem, ne? Finde ich.
Das Problem ist wirklich, dass... Oh, ich weiß gar nicht, ob das so klug war, wie ich dachte. Ja, ja. Unsterblich zu sein ist cool, aber... Nicht cool genug. Shit. Ja, das ist halt das Problem mit dem Nicht-Recallen wieder, ne? Und ich habe den Raptor gesmited für Leben. Aber ich hätte ihn smiten sollen, damit ich halt eben genug Damage habe. Und ich hätte den W als Auto-Attack-Reset hier noch verwenden können für alle Taric-Pros unter euch, die da gerade ein bisschen innerlich geweint haben. Leider zu greedy von mir. Aber das ist halt, ich hatte es ja schon angesprochen, das ist so ein kleines Dauerproblem, das ich habe, dass ich immer wieder nicht recalle, weil ich mir denke, ach komm, ein bisschen was geht noch. Hier ist ja die Fight sehr lang. Ich weiß noch nicht genau, wofür wir gehen. Entweder Essence Reaver oder Ragebait Second, aber ich gehe für einen Essence Reaver. Was sagst du? Midlane, komm mal mit Lane gleich. Hier ist eine. Ja, ist eine leckere Wave. Bin auf dem Weg. Hätte jetzt auch erst für die Mercs gehen können. Ich brauche hier auf jeden Fall Tenacity. Ich habe mich übrigens hier auch für die Rune entschieden, die mir extra Tenacity gibt. Ich weiß noch nicht, wo ich den Wert finde. Da, 25% extra Zähigkeit, Tenacity. Wie auch immer ihr es habt, ob ihr auf Deutsch oder Englisch spielt. Und das ist ein Riesenvorteil, wenn ihr gegen solche Teams spielt. Dadurch habt ihr dann nicht diesen extra Attack-Speed, den man daraus kriegt. Aber das ist ehrlich gesagt nicht halb so viel wert, wie halt weniger lange CC zu sein. Ah, es war übrigens gute Ult von dir. Ich hatte das, wenn ich da... Habe ich leider ein, zwei Fehlentscheidungen getroffen. Das Mechanically nicht so sauber gespielt. Aber das ist, denke ich mal, kein allzu großes Problem. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was für Champion ihr vorhabt zu spielen für die Combo, weil es gibt natürlich viele, viele Optionen, ne? Die Leute, ihr könnt auch einfach mal auf die verschiedenen Seiten gucken, was die Leute am meisten am Farm haben. Und ihr könnt natürlich auch einfach auf den Discord-Server gehen und die anderen Konkurrenten fragen. Da gibt es ja mittlerweile einen Discord-Server, wo ihr euch untereinander auch austauschen könnt, sollt, nicht müsst, natürlich nicht. Aber ich glaube, es hat schon, ist schon ein Vorteil, wenn man halt eben sich mit anderen ein bisschen unterhalten kann darüber, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, was man da vorhat. Topline wird gefightet. Ich will, sollte deswegen in den Botside-Jungle reingehen, weil Jax ja ganz offensichtlich top ist. Das Problem ist so ein bisschen, dass ich natürlich keine Botline-Pressure habe. Kann Midlane noch kommen einmal? Ja. Ja, du hast auch gleich wieder Ult, ne? Wir könnten hier halt auch mal diven. Ja. Ich würde jetzt in den Botside-Jungle rein, aber das Problem ist wirklich die Botlane. Die ist halt, die hat halt nicht so viel Pressure von uns. Ich würde ihn jetzt einfach diven. Hast du Bock? Ja. Oh, nee. Okay, der hat keinen Bock. Ist vielleicht sogar noch der Red Dub? Nee. Vielleicht die Botlane. Ja, aber die ist gerade gerecoiled. Ja, die können wir auch diven. Komm, wir kommen trotzdem mit, ja. Oh, hier gibt's... Oh, geil. Das sind sie. Du hast Ult, ne? Ja. Das ist supi. Hallo! Ja, die ist auf jeden Fall schon mal RIP. Oh, ich sollte den letzten Hit machen. Wir haben keine Ult mehr, ne? Ich kann Flash stunnen, ich kann Flash stunnen. Ja, ja, ja. Boah, ich komm gar nicht ran. Ach komm, ich komm ran. Dann ist das Ganze hier relativ schnell erledigt. Zack, einmal mit dem Q nochmal durch für die Last Hits, ne? CS sind wichtig und dann nehmen wir ja auch noch den Turret. Kannst du mir Solo Gold geben? Klar. Danke dir. Na, ich bin yeah. auch ab hier. Ja, die können wir auch noch nehmen. Das ist ja klasse. Komm. Da ist noch was zum Nehmen. Ich glaube nicht, dass der Jax da Bock hat, oder? Oh, komm her, komm rein. Achso, shit. Ja, ich muss ja erst die Wave fahren. Ja, richtig. Ah, nee. Oh! Oh mein Gott. Ha, ich hab's gedodged. Oh, sie kommt nicht ran, oder was? Hm. Mach mich nicht schwach! Oh, nice, good job. Eieiei. Totally worth it! Enemy Red ist zwar jetzt ab, aber ich glaube, das wäre ein bisschen greedy. Die hat eine Ulti, die ist ja Mann. Oh, der Ohren geht für mich, oder was? Eieiei. Ja, die Leona ist halt leider nicht der glücklichste Spieler auf dieser Welt, muss man sagen. Da habe ich schon Leute getroffen, die ein bisschen weniger traurig waren. Was soll das denn jetzt? Sag mal, MF. Wo bin ich denn hier gelandet? Dass mich hier jetzt hier einfach von dem ADC killen. Soweit kommt es noch hier. Da seid ihr mit dem Master hier natürlich super stark. Gerade diesen 1 gegen 1 Situationen. Ja. Ich werde die Botlane wahrscheinlich noch ein bisschen mehr
unter Belang nehmen. Dann wir machen mal die Jungle-Route hier durch. Ja, gut. Dann warte ich kurz auf dich. Ach, guck mal hier. Der Service. Zack, Damage gibt es nicht. Du hast mir so auch schon mal einen Blue Buff geklaut, aber das war letztes Game. ich erinnere mich, es war ein schöner Moment. Zack. Das ist schon. Oh, Midlane? Oh, ich habe keine Ult. Hast du Ult? Ja, auch nicht. Wann? 9 Sekunden. Oh. Da macht jemand Damage. Lol. Ich hab Ulti. Ja. Oh, shit. Ah. Damn it, das war close. Ja, das war das Problem wieder. Wenn ich da hingehe, ohne Ult zu haben und mit 3700 Gold im Gepäck, dann wirkt das halt so, als wäre das Game lost. Dabei ist es das gar nicht. Das ist halt dieses Problem ist quasi mein Hauptproblem, was ich mit dir habe. Aber das hier ist quasi ein schönes Beispiel. Enemy Midlane, 2 Level drüber, ich 3 Level über einen Jungler. Und das ist quasi der Trade-off. Das haben wir auch in der LCS gesehen. Nur, dass da halt noch mehr andere Lanes auch den Farm dann abgegeben haben, was natürlich hier jetzt nicht passiert. Ah, das war close. Ich glaube, wenn du den W vorher auf mich gehabt hättest, also das channelt ja auch nicht schneller dadurch, aber das kleine Schild hätte mich vielleicht... Ich weiß es nicht. Ich bin jetzt auch gleich wieder da und ich habe auch Ult. Und Leona kommt. Lass es mal chasen. Ich bin halt noch super weit weg. Boah, die Leona ist nicht so gut. Lass dich nicht baiten, mein Junge. Lol, fuck. Mein Standard. Scheiße, ist fuck. Na toll, ich dachte, ich komme vielleicht noch weiter nach vorne mit dem Q. Können wir das noch chasen? Wäre noch heiß. Scheiße, ey. So eine Kacke. Ist halt ein Herald. Aber Maokai kann das alleine allerdings clearen. Wir sollten den Drake nehmen. Der gibt ja auch 4 CS, oder? Weil. Können wir da gerade gar nicht so. Nur einen. Testen wir mal. 141. 105 Holz. Auch 4. Alles 4. Oh, nice. Guck mal hier. Das ist ganz schön wieder worth. Oh. Hallo MF. Tschüss MF. Ja, das ist natürlich da, ne? ADCs, wenn du sogar 2 im Gegner-Team hast, ist es ja wie Free Food. Dann muss man sich einfach gönnen. Ja, da ist der Maokai auch noch am Start, direkt um mir zu helfen. Das ist klasse. Braucht trotzdem früher oder später auf jeden Fall eine QSS. Das ist halt wirklich, was die da haben an CC, ist halt nicht mehr feierlich. Allein schon, um den Jax zu fighten, wird es alles einfacher machen. Und der Jungle? Ja, ich bin unterwegs, mein Junge. Oh, da sehen wir CS, ne? Und wie viele CS? 12 Stück haben wir hier nochmal. Lecker. Sind jetzt soweit 10 CS pro Minute. Wie gesagt, die LCS-Spieler schaffen 300 CS in 20 Minuten. Davon sind wir immer noch ein bisschen entfernt, muss man sagen. Aber es liegt natürlich auch daran, dass da halt eben nochmal besonders viel zugespielt wird. Oh, on my way. Ja, das funktioniert gut. Das funktioniert gut. Ah, nee. Ey, das ist nicht gut. Ah, top ist gar keine große Wave. Nee, das ist keine große Wave. Aber es ist trotzdem eine Wave. Leona ist ein bisschen fightgierig. Das wird hier noch ein bisschen ausarten. Also sie ist ja jetzt tot, ein oder ne? Andere Mal. Ja, gut, das stimmt. Ich habe das Gefühl, die ist auch nicht so glücklich darüber, dass sie League of Legends gestartet hat. Da frage ich mich dann immer, warum startet man League of Legends? Du hast wieder Ult, ne? Ja. Aber hier gibt es auch Farm. Ich würde das ja übel gerne fighten. Vielleicht sollte ich lieber den Jax killen gehen. Ich glaube, ich gehe den Jax killen. Ich gehe den Jax killen. Oh, jetzt habe ich natürlich meinen. Oh mein Gott, ich bin so bad. My bad. Sorry. Ich habe meinen Q als Gap-Closer benutzt und denke mir so, ja, ich kann den ja killen, solange ich den E dodge. Und dann dodge ich den eher gar nicht. Oh, fuck, Alter. Oh, das waren jetzt... Ja, das... Eine der Probleme in der Comp ist immer, ihr vereint unglaublich viel Gold auf euch. Das heißt, wenn ihr Fehler macht, ist das Game quasi immer instant lost. Was super geil ist, mir super viel Spaß macht, aber halt natürlich das Problem bietet, dass ihr halt eben keine Fehler machen dürft. Und ich neige dazu... Lol, die Leona hätte den absichtlich gekillt. What the hell? Ich meine, er wäre so oder so tot. Ah... I just fucked up. I can fight him easily.
Ich habe ihn halt weder geredsmited, noch den E gedodged. Ist natürlich so ein kleines Gamble, aber im Normalfall sollte das immer klar gehen. Ach, du hast doch schon geshared. Sei doch nicht so. Mann. So, ist hier noch was ab? Nee. Hier ist ein großer Botwave erstmal. Ja, aber hier ist auch eine Lissandra. Hast du Ult? Nee. Ist nicht so schlimm. Ja, nicht der Farm. Ja, aber der Jax. Ah, wunderbar. Oh. Ja, wahrscheinlich hätte ich für einen Farm gehen sollen für die Challenge, aber das wäre das, was ich meine, Leute. Ihr dürft halt die Games deswegen da nicht verlieren. Ne? Ihr müsst immer noch das Größere im Blick haben. Wo es natürlich gut ist, jemanden wie Maxi dabei zu haben, der euch die ganze Zeit anspornt. Doch gefälligst den verdammten Farm zu nehmen. So, den Grump, den nehmen wir noch mit. Komm, nehmen Botlane und hier den Botlane lang. Ich geh schon mal Ward. Ja, ja, doch, doch. Text ist natürlich kein schlechter Pick gegen mich. Aber ab dem Moment, wo ich die QSS habe, ist halt RIP. Wahrscheinlich hätte ich... Normalerweise solltet ihr nur ein aggressives Item bauen und danach dann zumindest eine QSS oder ein Sterax oder sowas bauen. Da war ich jetzt ein bisschen greedy. Wie sieht's aus im Jungle? Können wir da alles nehmen? Ja. Sehr gut aus. Natürlich gern. Komm mal. Oh, die Golems sind nicht ab. Und dann lass das Ding und dann Midlane. Ja, 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 ja. Hast mich gebindet? Ja, ne? Ja. Ah, der Ornn. Die haben halt alle so viel CC, ne? Und ich habe schon wieder ein bisschen Gold. Ah! Ich glaube, die haben da ein Ward, ne? Ja, ja. Wenn die Bock haben, sollen sie Bock haben. Ja, ich habe da... Und soll jetzt zwar kein Problem mit zu fällen. Jetzt geht Leona rein. Och, nee. Not without me, please. Oh, fucking hell. Warum ist sie... Ach, ich glaube, sie... Man wird das Gefühl nicht los, dass sie es mittlerweile absichtlich macht. Oh, hier der Jax. Oh, fuck. Bin ein bisschen deep. Ich hab keine Ulti, also keine Ulti. Fuck. Ah, da habe ich die Szene falsch eingeschätzt. Ich dachte halt wirklich, dass das vielleicht der Play ist. Fucking hätte ich geultet, wäre es auch geworden, aber ich hatte kein W drauf. Ich dachte, ich kann mit den Jax mitgehen, aber ich habe jetzt auch nicht gedacht, dass ich da bis in die Base fliegen würde. Ist jetzt Velkos auch AFK? Komm schon. Kannst du da hin? Die haben halt nicht den schnellsten Nash, ne? Wobei, die haben zwei ADCs. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Ja, das ist halt genau das Problem, Leute. Dass man halt eben alles auf sich hat. Aber das ist halt an sich kein Problem, sondern ist eigentlich was Geiles. Problem ist halt nur, wenn du es dann schlecht machst. Die haben keinen Smite, die haben keinen Smite. Die haben keinen Smite, die haben keinen Smite. Nice, good job, Mann. Das ist kein Nash für die. Das ist alles, was wir brauchen. Sobald die QSS fertig ist, ne, raste ich da halt komplett aus. Und das ist halt das Problem. Die QSS ist halt wichtiger als das verdammte Rageblade, was ich jetzt habe. Ne? Also da müsst ihr halt einfach Prios setzen. Und sagen, hey, okay, in dem Moment ist das defensive Item halt einfach wichtiger. Und das habe ich hier nicht getan und dafür zahle ich gerade so ein bisschen die Quittung. Oh, glaubst du, die Lissandra recoilt da einfach? Oh, fuck. Ich glaube, die Lissandra recoilt da einfach. Unser Team und Drake will den Top Lane fahren. Scheiße. Ah, die Lissandra hat ja nicht einfach gerecoilt. Ich dachte, aber denken... Ist ja nichts, ne? Oh, wenn die Mitte jetzt nicht da sind, dann kommen die 100 pro für mich. Aber ich glaube nicht, dass einer alleine mich hier irgendwie fighten kann. Ich habe jetzt die QSS. Das heißt, jetzt ist so... Jetzt bin ich quasi Fullbild, wenn man so will. Ah, die Gegner haben Angst, das ist gut. Ich brauche noch einmal den roten Pot. Dann ist er richtig Fullbild. Ja. Die haben halt schon viel raus. Ich hab Ulti. Der Velkos war ein bisschen Fokus. Ja, ich habe halt noch keine Ult. Gerade wenn man Sensory Ult ist man halt schon ein bisschen darauf angewiesen. In 12 Sekunden habe ich Ult. Dann können wir halt auch easy fighten. Ich habe jetzt auch Sekis, also. Okay, du hast auch. Also, du hast Ult ab, ne? Und auch auf mir drauf. Ja. Okay, ich habe jetzt Ult. Ja, Ash hat keine Ulti. Jo. Glaube ich zumindest. Ja, ja, die hat die eben schon benutzt. Aber das gerade war nicht ihre Ult. Das war ihr eh. Ja. Ah, ein bisschen mürbe.
Hast du Ult? Ja, ja. Dann hau mal rein, hau mal rein. Boah, das, das. Ja, doch, ich schnetze da durch. Wie Butter. Ah! Wehgetan. Oh, verlieren wir den Fight sogar? Habe ich den Falschen gefokust? Ich habe den Falschen gefokust. Die MF ist so fett. Scheiße. Die MF. Ich dachte, das wäre die Ash. Kacke. Der Erfolg hat ganz schön zerstört gerade. Oh, da hätte ich auf die gehen müssen. Und ich gehe auf den Jax. Ja, das ist halt natürlich dann entscheidend, Leute, dass ihr richtige Leute fokust. Aber das ist fairerweise in jedem League of Legends Game entscheidend. Und das war hier halt katastrophal von mir. Scheiße. Mann, das ist so, das ist nicht gut. Und jetzt halt die Frage, wofür geht man jetzt? Die eine Option ist, man geht jetzt für Lifesteal und sagt, hey, ich sustaine mich in den Fights wieder hoch. Und die andere Option ist, hier geht Sterax. Ich finde schon wahrscheinlich hier das Item, wobei die haben so wenig, die haben relativ viel MR-Damage sogar. Das Problem ist, ich habe halt die Mercs und deswegen habe ich halt keine Ninja-Tabis. Und deswegen ist es halt relativ problematisch. Wo der Maokai hier die große Wave nimmt. Mach das. Einen wunderschönen guten Tag, Maxim. Also dich. Hast du dich nicht mehr? Nee. Oh. Ich sag mal, chill mal. Ich bin da. Ach komm, für die Flash. Farm. Drei. Red Smite. Ja, Red Smite ist da. Ah, souverän. Ich hätte wahrscheinlich den Farm nehmen sollen, hast du recht, Maxi. Aber ich, Maxim war da. Und wenn Maxim da ist, ne, dann muss ich halt zuschlagen. Ja, Maxim, ich brauche noch 10 Minütchen, dann bin ich hier mit Sits of Doom fertig. Hast du einen Tipp für die Leute, für die Challenge, was Farm angeht? Meinst du, um auf eine hohe Zahl an sich zu kommen? Ja. Kartus ist auch nicht schlecht. Leute. Kartus, Nunu. Kartus, also die Camps immer klauen. Kartus und die Camps immer klauen. Oder ihr pickt den einfach Jungle und dann klaut ihr sie nicht, sondern ihr nehmt sie einfach, ohne euch schlecht zu fühlen. Das Problem ist halt, wir sind halt trotzdem nur 4 gegen 4 und gerade ist es eher 3 gegen 4, weil Leona will halt ausnahmsweise mal Recon. Gleich. Ja, wann ist gleich? Ja. Ja. Okay, das war solide. Die MF-Ults prügeln halt gut rein. Ja, ich habe noch Ult. Boah, die wird halt komplett durch CC, ne? Oh, Leona, ach, du bist es. Lol, jetzt ab. What the hell? Oh, die tötet jetzt alle. Nope. Oh Gott, in Namen. Ey, dass ich mit dem Ohr nicht mitgekommen bin. Was war das denn für ein Bug? Ich hatte Q auf Cooldown, hab ihn getroffen. Ah, vielleicht hat er in aller. Hat er kurz ja, nach. Er hat kurz danach geflasht. Eh hinterher geflogen, aber nicht den Flash. Nein. Das ist sad. Ja. Bisschen sad. Aber machst du nix. Ich gehe jetzt noch als weiteres Items auf Sterax, und dann sollte ich eigentlich tanky genug sein. Das war eine gute Ult. Ich brauche die halt gegen Jax. Ich hatte halt dann. Oh, ich hatte QSS sogar noch ab. Okay, dann hätte ich da sogar noch mehr machen können. Und ich habe die Sander am Ende nicht gequeued, weil ich ein bisschen gepanickt hatte. Weil jemand neben mir stand, der meinte, sie tötet sie alle! Okay, also alle töten. Ah, die Surrender wollte die ganze Zeit, ne? Dabei läuft's doch supi. 28 zu 20, 243 Farm. Ja, ich hätte hier in der einen oder anderen Szene hätte ich ja deutlich mehr Farm haben können. Ne? Aber ich habe mich halt immer dagegen entschieden und bin eher für den teamorientierten Plays gegangen. Vielleicht ein Fehler. Wann hast du wieder Ult? 28, Leute. Pass auf, ne? Die sind alle da. Ich krieg zumindest noch meine Golems. Aber hier, die sind, werden gerade gesehen. Alter, wie lange hält denn dieser scheiß Debuff? Boah, das ist halt jetzt eine ätzende Situation. Ich meine, ach kommt. Ja, wann hast du Ult? Ich hab Ulti. Okay, ich geh auf die MF. Ah! Okay, ich geh doch nicht auf die MF, ich geh einfach den Ohren. Scheiße, ja. Es war my bad. Ich hab die. Ich hab ein wenig abgehabt. Ja, das habe ich gemerkt, aber ich hab trotzdem easy besser spielen können. Ich habe halt den Ohren-Knock-Up nicht gequeued. Haben wir jetzt wirklich schon wieder Lost? Ja, wir haben schon wieder Lost. Das ist halt. Es lief so gut am Anfang, ne? Ein 3-0 Start, aber seit Maxim hier ist, haben wir halt nur verloren. Ja, Maxim, toll. Ja, da. Ne? Kann man. Das Büro hat kein Internet. Das erklärt. Wir haben schon gefragt, was du hier machst. Ja. Oh, der Velkos. Da geht noch mal was. Du bist in 2 Sekunden ab. Mein Junge, ran da.
Schnapp sie dir alle! Ja! Oh. Ja! Oh! Der Triple Stun! Oh, yes! DMF, DMF, DMF! Nicht die Ash! Nicht die Ash! Okay, nimm, was du kriegen kannst. Das ist alles gut, das ist alles gut. Das ist alles gut. Ich bin ab, ich bin ab. Der Ohren? Der Ohren ist am Inten. Den schlitze ich komplett auf, den Jungen. Also irgendwann. Dauert noch ein bisschen. Ich schlitze komplett auf, den Jungen. Was kriegen wir dafür? Was kriegen wir dafür? Nash. Nash kriegen wir auf jeden Fall. Und natürlich nochmal eine Top-Wave, ne? Das sagt man nicht nein. Der Ende ist gleich wieder ab. Läuft. Das war alles Teil des größeren Plans. Ich brauche ja natürlich Unterstützung. Hast du jemals daran gezweifelt, dass wir das Game noch gewinnen? Nee, also für mich war das Game von Anfang an safe. Maxim ist ja auch unser altbekannter Glücksbringer. Ich glaube, seit Maxim da ist, läuft es halt einfach. Ja. Okay. Guck mal, die sind bei Mountain Drake. Ist ja easy. Ja, aber mein Tank wurde gerade von der Ash-Hit getroffen. Alter, ich kann ihn ja easy soloen. Oh, what the? Ich stütze den ja komplett auf. Ja? Oha, da fliegt er mit! Bei dem ist das nicht buggy oder was? Ich würde sagen, das schreit nach dem Finish. Okay, ne, sind ein paar Toads da. Seitdem ich da bin! Ja, du bist halt einfach ein kleines Glücksbärchen, ne? Nimm mal so eine Möhre. Nimm dir eine Möhre, das klingt völlig verstörend. Ja. Das ist CS pro Minute, Jungs. Da kommen wir jetzt natürlich mit unseren 270 vielleicht nicht ganz hin. Jeder Kill zählt doppelt. Jeder Kill zählt doppelt. Wäre eine keine schlechte Regelung gewesen. Aber ist tatsächlich nicht der Fall. Lasst euch da nicht irritieren. Ah. Oh. Ja. 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 Zack. Habe ich da einen? Die Töte-Akku habe ich auch, aber das ist gar kein Problem. Oh, da bin ich Dieb. Da bin ich Dieb. Ja. Das ist alles tiefenentspannt hier. Ah, ich hatte die Ult leider erst am Ende wieder ab. Ah, wenn ich da schon Sterex gehabt hätte, ne? Ah, ich hätte mit dem W nochmal für einen Auto-Attack-Reset gehen können, ja. Aber überlebt hätte ich da, glaube ich, nicht mehr. Ich hätte auch einfach rauslaufen können. Das wäre auch eine Option gewesen. Reinnehmen, Erfolg. Ah, Leute. Da macht man leider nicht ganz so viel. Ja. Ja, Katos ist noch ein Tipp. Was hast du noch für einen Tipp? Niemals helfen? Ist das der? Ja, also niemals helfen? Immer nur den Farm nehmen, das ist klar. Immer nur den Farm nehmen? Du musst quasi warten, bis der Toplaner tot ist. Okay, also nicht ganken, sondern warten, bis er tot ist. Waves. Die Waves, Jungs. Gank die Waves. Kommando-Banner und Zero ist auch gut, weil die last tippen für dich. Oh, das ist gut. Kommando-Banner ist, ja, bisschen schwer. Ja, ist wirklich schwer. Weil Kommando-Banner, Jungs, gibt's nicht mehr. Aber es ist wirklich Patch da wieder da. Ja. Nächste Woche kurz. Ah, nee, nächste Woche ist auch noch. Ja. Ich weiß nicht, wann es wiederkommt. Ich weiß nicht, ob es wiederkommt. Alter, es macht übel Krach. Also, ich höre es ja auf mein Ohr. Halb so laut, wie die Zuschauer es hören. Und es ist halt leider komplett tot. Also, ja. Ja, Leute, ne? Die Tipps von Maxim sind auf jeden Fall am Start. Beherzigt sie. Ja, beherzigt sie auf jeden Fall. Oh, da unten ist eine Sandra. Wie viele Mountain Drakes hast du? Null. Ich komme da nicht ran. Ja, das ist, ne? Master Yi. Da kommen die Pins. Ja, was ist da? Was ist da? Was passiert hier? Warum passiert es? Wir wurden ein bisschen hart engaged, aber Scheiße. Er hat keine Ulti mehr. Es gibt doch gute Nachrichten. Wer hat keine Ultimate? MF. Okay, dann muss ich deep gehen. Ich fürchte, wenn du da reingehst, ist das Game los. Ja, fürchte ich auch. Oder? Also tötest du sie einfach alle. Wie ist MF? No! Oh, ich hab sogar geQSS, aber trotzdem konnte ich den Q nicht wieder channeln. Ich war in der Luft, aber in der Luft kann ich doch trotzdem canceln und flashen. Aber nicht canceln und Q'en. Damn it. Und ich habe kein Red Smite benutzt. Aber er kann das vielleicht nochmal Wave clear, ne? Und du bist halt in 17 Sekunden wieder ab. Das ist ein Déjà-vu-Erlebnis. Die Frage ist halt, hat die Lissandra Ult? Hat die Lissandra Flash? Nein, sie hat die Ult. Scheiße. Du bist in 5 Sekunden ab. Aber das kannst du nicht, ne? Kannst du das? Scheiße, Mann. Kann er das? 293 CS in ein paar Minuten. Ah, das Problem war halt, dass die MF das GA hatte, sonst wäre ich von hinten gegangen. Aber nur das GA zu kriegen, kriege ich halt auch kein Reset, ne? Das stimmt.
Und dann wird es schwer. Ich habe nicht die Ashe gecued mit dem zweiten Q. Ja, Leute, ihr kriegt super viel Gold, wenn ihr diese Combo spielt. Und dann müsst ihr die Games carryen. Wenn ihr die carryt, dann gibt es niemanden zu blame, außer euch selber. Dementsprechend, I lost this, sadly. Natürlich ist mein Team jetzt auch nicht super gut dabei weggekommen. Aber ja, ihr kriegt halt einfach alle Ressourcen. Das ist mein durchgequatschter Account, da passiert das schon mal. Leute, macht mit bei Stats of Doom. CS pro Minute, haut ordentlich raus, zack, 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 ne? Hashtag Stats of Doom für alle Twitter-Einsendungen, die ihr uns zeigen wollt. Ich kann diese Kombo empfehlen, trotzdem 293 CS in 33 Minuten sind nicht mal 10 CS pro Minute. 300 CS schaffen die nach 20. Der Chat. Ja, der Chat ist natürlich wieder so, wie League of Legends einfach ist. Also schreibt in den Kommentaren, was für Kombos ihr vorschlagt und wie ich mich bei Maxim rächen soll dafür, dass er einfach in meine Aufnahme reinkam. Tschüss und bis bald.